Ja, Freunde, es ist soweit. Wir gehen in die nächste Saison rein mit Cottbus. Zwar nur dritte Liga, aber Mission Aufstieg haben wir bisher nicht abgehakt. Ich habe trotzdem zum Saisonanfang hier bei der Verhandlung und so nicht den Aufstieg angekündigt. Das habt ihr ja gesehen. Wir wollen uns langsam rantasten. Wir kriegen das hin, Freunde. Locker bleiben und Tee trinken. Wie geht's euch, Freunde? Erstmal soll ich mal kurz noch einen Neuzugang gucken. Von Cottbus. Marcelo de Freitas. Da ist er. FC Oberlausitz. Wer ist denn das? 47 hat er. Ja, ist kein Thema. Also unser lieber Chris hat sich den gewünscht. Unser Torwarttalent. Und jetzt sehen wir hier, oh shit, guckt euch das mal an. Fangen wir mal hier an unten. Nachhilfe. Mamba hat in den letzten Wochen den Nachbarsjungen wegen seiner schlechten Schulnoten Nachhilfe gegeben. Die Noten haben sich seitdem dramatisch verbessert. Er gewinnt 5 Moralpunkte, da ihm jetzt klar ist, dass er nicht nur gut im Fußball ist. Ja, Streli, das ist super. So, dann haben wir hier noch ein paar Jungs, die auf der Transferliste sind. Mattes ist enttäuscht, weil ich den nicht mehr fast eingesetzt habe. Ja, es tut mir leid, aber irgendwie ist das mir abhanden gekommen, so ein bisschen. Jährlicher Bericht. Ein Gewinn von 622.000 haben wir, im Vorjahr von 446.000. Damit bleibt für die Saison ein Nettogewinn von 218.000. Okay. So, hier noch so ein paar Leute auf der Transferliste. Manuel Trinks beendet Karriere, sagt mir nichts. Pokalprämie, 100.000 Öcken. Pokalauslosung gegen Augsburg haben wir ja gesehen. Und dann nochmal die Pokalrunde hier mit Fernsehgeldern und Sponsoren. Pokalauslosung, zweite Mannschaft, DFL-Pokal Nord gegen Drochters in Assel. Kooperationsvertrag ist abgelaufen, da die Frage an euch, neuer, ja oder nein? Man City und Real Madrid sind jetzt an der Börse. Romano Schmidt ist auf der Transferliste, Moreno, Ramsela, Diaz und noch so ein paar. Machen wir alle mal weg hier. Ja, und unser erster Neuzugang hier, den ich jetzt gerade sehe, ist der Jakob Silvestre und das ist geil. Der ist auf jeden Fall, ich werde jetzt hier auch nicht unbedingt immer diese Pressekonferenz machen. Erstmal die ganzen Jungs hier einfach mal beglückwünschen und guten Tag sagen, dass ihr da seid. Dann mal schauen hier. Marc Stein ist verärgert, alles klar, war klar. Und der Rest ist einfach nur glücklich darüber, dass der Schorch wieder da ist. Super. Oh, Hauptsponsor übernimmt die Hälfte des Gehalts von Holovnia, von Holly, Holly. 35.000, das ist schon gut. Wir haben zwar 800 minus, aber naja, wir kriegen das hin. Oh, auch hier sind so froh über Jean-Patrick Strauß, dass er da ist. Und Uvara. Er ist besser wie eine 57, das schwöre ich euch. Er ist nur verletzt. Auch hier wieder Ärger und sie freuen sich darüber. Und Weidlich ist hier verärgert über Nemčinović. Barkok ist auf der Transferliste. Mitgliedsbeiträge, 3111 zahlende Mitglieder. Nemčinović nervt Kollegen. Ja, super, jetzt hassen die sich. Oh Mann. Scouting abgeschlossen von Vanek und von Hähne. Transfermarkt ist jetzt geöffnet. Saisonziel ist obere Tabellenhälfte. Sehr schön, dann klären wir das hier mal alles so ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Mannschaft rein. Gucken wir uns mal alles hier an. So, dann würde ich sagen, erstmal hier packen wir erstmal den Lennart auf die Bank. So, am Anfang jetzt hier. Und den Silvestre rein. Dann den Schorch rein, neben den Stein. Holovnia auf... Oh, der hat sogar eine 62. Schön, der wird umgeformt als LM. Details, bevorzugte Position LM. Dolmetscher natürlich, werde ich gleich bei den anderen auch noch machen. Erstmal herzlich willkommen. Und dann werden wir ihm das, ich werde das nachher offline machen, die Transferziele einstellen. Also alles. Trainingsziele. Gut, dann haben wir hier Patrick Nemčinović, der auch eine 61 hat. Das heißt, er könnte direkt für Weidlich spielen. Das ist auch super. Dann hier Lukas Müller werde ich jetzt in die zweite packen. Ziegenbein auf die Bank. Jean-Patrick Strauß rein für Putze. Ja, Leon Guevara, wie sieht's aus mit dir? Ja, der hat schon eine 63, geht doch, hallo? Super. Auch du wirst hier herzlich willkommen, mein Lieber. Wir werden jetzt auch erstmal in die Tündynamik reingehen und mal kurz die Jungs hier begrüßen, die alle neu sind.
sehr wichtig am Anfang. So, Patrick Strauß. Schorch, welcome back, mein Lieber. Mucinovic. Ja, super. Ja, dann sieht die Mannschaft doch schon ganz anders aus. Stärke 702. Nein, packe ich nicht da rein. So. Spielergespräch. Muss stärker werden. Dann haben wir hier noch Müller. Du hast gut trainiert. Den würde ich fast sogar schon vielleicht mit Spitz tauschen. Ich denke mal, die Zeit ist so langsam gekommen, dass er auch mal spielen sollte. Ich denke mal, die Vorbereitung wird auf jeden Fall mit Müller gespielt. Das würde ich so machen. Hätte ich Bock drauf. Natürlich weiß man es noch nicht genau, wie es gemacht wird. Das werden wir in diesem Part jetzt sehen. Gucke ich mal kurz auf meine Uhr. Und die sieht gut aus. Gut, dann zweite Mannschaft. Haben uns ja auch ein paar Leute verlassen. Hier haben wir Colin von Brzezinski. Das Neuner-Talent, das wir auch umbenennen könnten. ZM-Position. Kaufoption 700.000. Wenn das machbar wäre, würden wir es tun. So, Jan ist wieder hier rein. Ja, und der Rest hier kann sich dann auf der Bank wiederfinden. So, Luca in den Sturm. Kamens muss er leider rein. Wie sieht's denn aus hier? Wir werden jetzt erstmal die zweite Mannschaft überspringen und gehen sofort in die Jugend rein. Oh, hier sind die Jungs schon in der zweiten. Okay, Valentin Groß natürlich. Erstmal hier rein, die Jungs. Koch. Ruhe. Oh, da müssen... Das wird jetzt hart erstmal. Moment, Moment, Moment. Jetzt den kicke ich erstmal raus hier. So. Den kicke ich auch raus. So, jetzt haben wir einen Ersatztorwart Jan Hack. Hier noch. 17:39. Aber ich möchte den so guter Paar so behalten, irgendwie, weil er sich so lustig anhört. So, dann fangen wir mal an. Hier, Friedrich Krämer haben wir hier dann. Julian Rehberger mit einer 45. Jonas Buhr mit einer 49. Natürlich vor Dindic. Rinkens und Buhr werden da drin bleiben. Dann haben wir hier noch... Oh, Bojarinov. Oh, der hat auch eine 50. Krass. Aber das Talent, ne? Dann Dindic 49. ZM, das spielen wir ja gar nicht mit. Ja, hier sind noch so ein paar. Dorner 41. Steinberg. Wir gucken mal erstmal. Also hier bei den Stürmern würde ich auf jeden Fall den Dorner reinpacken. Noch. Ja, das könnte man so machen. Vielleicht, ne? 18 Jahre 46. Aber ich gehe aufs Talent eher. Dann haben wir hier noch den LM, den Griebsch. Den können wir dann auf rechts spielen lassen. Ja, Bojarinov. Macht das auch ganz gut. Ja, als Rechtsverteidiger, also rechtes Mittelfeld würde ich den auch spielen lassen dann. Ja. Irgendwie fuckt meine Maus gerade so ein bisschen ab. Aber ich denke mal, das sollte alles noch im Rahmen sein. Gut. Dann haben wir es hier. Dann gucken wir uns mal noch ein bisschen hier alles richtig an jetzt erstmal. Okay. Ralf Dorner, 41. Sommer, 46. Bojarinov, den könnte ich eigentlich mal verteilen, ne? Gucken wir mal, was unsere liebe Liste hier sagt. Gehen wir mal. Ronny Goya. Lieber Ronny. Willkommen bei Cottbus, mein Lieber. Gut. Dann hake ich mir das mal ab hier.
Auch wenn du ein Bild hast von dir, würde ich sehr gerne mich freuen, wenn du mir das schicken würdest. Steinberg. Auch hier auf die Bank sitzen. Gehen wir mal in die B-Jugend rein erstmal, oder? Ne, hier, uns fehlt auf jeden Fall hier noch ein Innenverteidiger. Kein Ding spielen hier. Tim Hagigia. Erstmal. So, B-Jugend. Oh, Freunde der Sonne, guckt euch das an. Oh, Moment, Moment, Moment. Erstmal löschen. Ja, guck mal hier. Ah, Niklas Kolbe, 56. Wow. Mal gucken, wer wollte denn hier rechter Verteidiger spielen? Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Alles, was ihr euch da gewünscht hattet. Mhm. Ganz wenige hier, die sich halt mit Positionen gewünscht haben. Nicht so viele waren es halt. Hm. Sind auch viele bei. Immer einfach mal. Gehe ich jetzt mal hier so nach der Liste da lang. Moment, so. Irgendwie meine Maus, die hat hier gerade einen weg. So, jetzt geht's wieder. Gehen wir mal daher und setzen jetzt die Lungs hier rein. So, hier ist mein Zettel, ihr hört das. Fangen wir auch direkt an. Mit Adrian Will. So, du bist jetzt unser rechter Verteidiger hier in der B-Jugend. Dann gehen wir weiter mit dem Keeper. Josef Hahn ist das. So. Keeper. Gucken, was für Keeper sich hier gewünscht haben. Hier haben wir einen. Julian Lindner. Auch willkommen bei uns hier bei Cottbus, mein Lieber. Werde ich auch sofort abhaken. So, dann geht's hier weiter mit Exxon Gashi, Innenverteidiger, haben wir dann als nächstes, viele, wenig Innenverteidiger, die sich gewünscht wurden, ne? Nehmen wir einen, Oliver Kolb. Auch du willkommen, mein Lieber. Ach, das könnte ich den ganzen Tag hier machen mit dem Verteilen. Wenn es mal immer so viele wären, ne? So, weiter geht's. Hier haben wir noch einen Stürmer. 16 Jahre, 6er Talent. Sinan Cavena. Alter, oder Cavena, auch ein geiler Name. Gut. Was ist dann der nächste? Thomas. Pesa. Gut, der nächste im Bunde, mein Lieber. Willkommen. Ja, wen haben wir hier noch? Wen können wir noch verteilen? Die werde ich erstmal rauskicken hier. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen, auch wenn ihr wieder sagt, das ist unrealistisch. Claudio. So ein bisschen drauf verlassen. Nicht, dass man hier so viele hat, die halt untalentiert sind. Das will ich nicht mehr. Ich will das schon so ein bisschen regeln jetzt. So will ich das lassen wieder. So, dann haben wir noch Maxella. Dann haben wir hier noch Janke. Eisele, den will ich erstmal da raus. Komm, machen wir jetzt erstmal so. So, an die Jungs, die jetzt einen Spieler bekommen haben. Wäre schön, wenn ihr ein Bild hättet. Wenn nicht, dann würde ich selber eins benutzen. Also reinpacken. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge noch schauen, dass ich welche verteile. Also nicht wieder traurig sein. Da kommt, es kommt sowieso, so wie es geht, versuche ich da jeden ranzukriegen, ja. Machen wir erstmal so jetzt. Gut, gehen wir nochmal in die zweite Mannschaft. Da müssen wir natürlich auch noch
schauen, wie wir das alles so machen. Gut, Rytschinski haben wir da noch hier. Werden wir dann auch noch verteilen. Und bekommt der Leon. Leon Grondahl. Ist jetzt das 9er Talent hier von uns. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann haben wir das auch. Können wir noch guten Tag sagen. Das wird geändert. Das dauert ein bisschen. Herzlich willkommen. Super. Schön, dann passt das ja. Erste Mannschaft steht auch soweit. Aufgaben verteilen. 699er Stärke, das liegt hier ran jetzt. Ja, dann geht's ja bald schon los, ne? Sonntag auf jeden Fall. Möchte ich hier den Laktattest ansetzen. Das macht man ja so, ne? Davor, bevor man jemand macht. Trainingslager würde ich gerne mal machen. Echt jetzt so. Trainingsschwerpunkt. Nimm mir auf die Fitness am Anfang mal und nimm so ein lokales Trainingslager für 14 Tage. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir hier an mit den Freundschaftsspielen. Und was nehmen wir uns denn da so raus? Hier gegenüber, den könnten wir mal spielen. Ist ja eh nur Trainingsgelände. In Uerding. Wir nehmen uns hier noch eins. Und wen können wir hier noch spielen? Mal hier gegen den KSC spielen. Und dann machen wir hier noch eins. Hier am Sonntag. Und wen können wir hier noch? Hier in den FC Karbach. So. Dann haben wir das, dann machen wir hier nochmal so einen Tag der Jugend. Die Saisoneröffnung, die habe ich jetzt wieder verkackt natürlich. Mit dem Sonntag hier, wenn wir die hier noch hinkriegen, machen wir die einfach mitten in der Woche. Hauptsache wir haben die. So. Dann, wo war das gewesen? Ne, Sponsor, das haben wir schon gemacht. Jetzt muss ich mal überlegen gerade, was bei Finanzen war. Mitgliederkampagne. 5000. Wenn wir mal machen. So, mal gucken hier, was meine Uhr sagt. Super. So, dann sollten wir mal schauen hier. Richard Weil ist der einzige Innenverteidiger, der jetzt da ist. Guevara ist verletzt. Ich kann mir auch keinen mehr leisten, weil ich im Minus bin. Egal, okay. Was können wir dann noch gucken hier? Den Kartenverkauf, hat sich da was geändert? Soll man da was anders machen? Sitzplätze auf 20 soll ich erhöhen, okay. Mache ich das. Stehplätze auf 5. Ja auch. Sitzplätze auf 15. Auf 10. Und hier die Ecke auf 5. Ja, passt doch. Merchandising, Trikots, Sponsor, Erfolge, Fans. Auch nochmal reinschauen. Das haben wir. Der Vertrag von Stein muss verlängert werden. Ja, wenn es gehen würde, ne? Das geht ja nicht. Wir brauchen mehr Sponsoren. Die lokale Wirtschaft muss sich mehr mit dem Verein identifizieren. Wäre es nicht effektiver, wenn man in kleinen Gruppen trainieren würde? Für den Verein interessieren doch sowieso ein paar Rentner. Alles klar, Freunde. Es geht wieder los. Es geht wieder los, sie kommen wieder aus ihren ganzen Ecken raus und haben wieder große Fresse. Gut, also würde ich sagen, zweite Mannschaft. Baba J möchte ich gerne in die Vorbereitung mitnehmen. Nehme ich jetzt erstmal mit für 3 Wochen. Kann ich auch für 4 Wochen mitnehmen. Habe ich mir so vorgestellt, dass er mitfährt und auch ein Mattes fährt für 4 Wochen mit. Ja, so will ich das machen. Und ein Presser auch. Für 4 Wochen. Dann fahren die nämlich auch mit.
Würde ich sogar so Leute wie Baude zu Hause lassen. So, Presse haben wir hier noch. Denn ich möchte mich auch an diese Jugend hier so ein bisschen halten, so, ne? So langsam, dass die Jungs hier halt, die schneller auf eine 60 kommen, durch Einsätze auch zur ersten Mannschaft so weitestgehend dann gehören, ne? Weil die einfach klasse sind. Die sollen sich halt daran gewöhnen, so langsam. Ne? Ja, das war's dann erstmal mit Gesprächen. Super, das passt. Können wir den ersten schon mal hier verlassen. Ich bin echt gespannt, wie die Saison so verlaufen wird. Also, ich habe da echt Bock drauf. Na, was ist denn jetzt los? Geht's nicht mehr weiter? Doch, da sind wir doch schon wieder. Ja, den Wechsel haben wir ja schon gesehen. Und, oh, Stuttgart verpflichtet Mané fest. Schön für Stuttgart, echt gut. Super, weiter. Den Laktattest hauen wir mal schnell raus. Wir haben 21 Punkte gewonnen. Viteriti hat minus 5 gemacht. Mamba und Schlüter plus 10. Baba plus 3. Starzev plus 10. Presser minus 3. Navodka minus 5. Und Holovnia plus 1. Wir werden nicht absteigen. Ich werde dem Verein treu bleiben und die tolle Stimmung. Das lassen wir wie immer. Dann brechen wir mal hier ab. Und dann denke ich mal, nehmen wir noch den Tag der Jugend automatisch mit, wenn er am 3. aufhört. Ja. Na. Dann haben wir es doch gleich. Ja, und dann sind wir doch auch schon. So, Scouting abgeschlossen. Von, also was hat Van Beuten hier wieder gesehen? Kette waren Vakarkov auf eine 9. Sponsorenangebot haben wir noch. Was haben wir denn da? Ja, sehr gut. Oh ja, das gibt Kohle, Freunde. Guck mal hier. Die nehmen wir auch alle an. Wir versuchen mal noch ein bisschen. Sehr schön. Um jeden Tausender bin ich glücklich. 3 Jahre ist mir ein bisschen zu viel. Komm, 2. Nimm mal noch. Komm. Hier werde ich auch runterhandeln nochmal. Und die Summe vielleicht. Ne, geht nicht. Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen Kohle wieder gemacht. Hier sind noch, ist noch ein Bann. Oh, Ikea. Können wir uns ein neues Regal kaufen. Kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Prozente. Gut. Und noch ein bisschen trainieren. Die Familie hat auch noch ein bisschen Bock. Wann gibt's denn da endlich mal was? Hör mal. Gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Part an der Stelle. Wir sind jetzt auf einer 700 in der Gesamtstärke und bereiten uns dann in der nächsten Folge auf das Trainingslager vor. Nimm das dann mit, die ganzen Testspiele, machen wir das mal, ja? Also bis gleich, Jungs. Haut da rein. Ciao.